Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Unboxing-Video. Kleine Verpackung von Amazon, es steht auch direkt schon drauf, Amazon Basics, und dann gibt es einen 2-Port USB Car Charger 2.1 Ampere. Das Ganze ist nichts anderes als ein Ladegerät, was ihr in euren Zigarettenanzünder reinstecken könnt im Auto, und bekommt dann nicht einen, sondern zwei USB-Ports. Da gibt es schon mal die Bastelanleitung, also nicht wirklich reinstecken, laden, freuen. Und da ist auch das gute Stück, das Ganze in dieser Amazon Basic Verpackung, frustfrei oder wie auch immer man das dann nennen mag, da ist nichts weiteres bei. Kleiner Aufkleber, der auch darauf hinweist, dass, um weitere Informationen zu diesem Produkt zu erhalten, besuchen Sie die lokale Amazon-Webseite und geben Sie den Produktcode ein. Naja, da haben wir das gute Stück. Leider, wie ich finde, nicht ganz in Schwarz gehalten, sondern mit diesem silbernen Rahmen. Eine Anzeigen-LED, wenn es wahrscheinlich eingesteckt ist und Strom gibt. Keine Kabel dabei, weil im ersten Moment dachte ich auch, blöd, keine Kabel, aber es macht durchaus Sinn, weil es ist ein USB-Anschluss und Amazon weiß ja auch nicht, was ihr dran anschließen wollt. Was für ein Tipp von Geräten, iPhone, alter 30-Pin-Adapter, ein Lightning-Anschluss, Micro-USB, Mini-USB, vielleicht noch sonst was für einen Anschluss für irgendwelche Navi-Sets oder. So, jetzt haben wir eben gelesen, das Ding kommt mit 2.1 Ampere, sprich aber insgesamt und nicht pro Anschluss, bedeutet zwei iPads gleichzeitig damit laden ist nicht, sondern ich denke mal ein iPad, aber dazu mache ich dann ein ausführliches Video, was das Gerät taugt, was wie schnell damit geladen wird im Auto. Das war jetzt einfach nur mal das relativ unspektakuläre Unboxing eines USB-Kfz-Ladegeräts. Vielen Dank fürs Zugucken, macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!